technische Schwierigkeiten. Technische Schwierigkeiten. Er schreibt technische. Technisch. Das hat er garantiert gewusst. Ich sehe es doch kommen. Auf jeden Fall. Das hat der gewusst, der Kerl. Ja. Hügget in der Mitte gegen Ekusara. Hügget in der Was? Hügget in der Mitte. Hügget in der Mitte, ja. Gegen Ekusara. Ich möchte ja nichts sagen. Ich glaube aber, ihr wisst jetzt auch, worum's, was hier los ist. Der Dorfbewohner hier im Alleingang gegen Quajutsu. Der Grund, soweit ich das jetzt gelesen habe, technische Probleme. Technical Difficulties, möchte ich mal sagen. Und ja, wir sollen es trotzdem kommentieren. Ja, tun wir halt mal. Ja, wir haben da ja kein Problem mit. Er bezahlt uns ja stündlich. Ich find den Bewohner tatsächlich zu doof. Ja, ich mag. Ich kann mit ihm auch nicht umgehen. Ich kann weder mit ihm umgehen noch. Ich bin auch ganz ehrlich. Ich akzeptiere seinen Namen nicht. Bin ich ganz ehrlich. Den Namen Bewohner akzeptiere ich überhaupt nicht. Sie hätten wenigstens Hans nennen. Ich meine, selbst der Protagonist aus Awakening, selbst der hat einen Namen bekommen. Und der heißt eigentlich nach dir selber. Also ist im Grunde dein Original Character, sag ich mal. Also warum nennen wir denn den Bewohner Bewohner? Ich finde, Bewohner ist kein Name, das ist ein Status. Das stimmt. Ich meine, ich akzeptiere ihn als Charakter. Ich finde ihn irgendwo verdammt kreativ, wirklich. Ich meine, er tötet dich mit einer Bowlingkugel. Das kann er halt, ja. Und der macht den, ja, ich habe keine Gliedmaßentanz. Wow, jetzt wird aber die Mangel genommen. Jetzt wird hier aber gespammt, also. Aquaknarren-Gespamme finde ich aber nicht in Ordnung. Nee, das ist absolutes Key-Gespamme. Sowas er weiß nicht, wie man das Spiel spielt, offenbar. Also es ist sowas von unsportlich. Aquaknarren-Gespamme, definitiv unsportliches Verhalten. Richtig. Was hier an den Tag gelegt wird. Ich finde auch, dass der Baum irgendwie befremdlich aussieht. Ja, ne? So also diese beiden unteren Büsche und darüber der eine Busch. Ich traue dem Baum auch nicht. Ja. Ich find's so witzig, dass er halt Projektile einfach aufsammeln kann. Es ist. Er ist ein unglaublich witziger Charakter, also ich würde ihn gern beherrschen. Ja, das stimmt. Die Idee dahinter ist eigentlich ganz witzig, ja. Muss man sagen. Und mit dem Baum ist halt ein unglaublicher Trollcharakter, weil wenn dieser Baum auf dich drauf fällt, dann ist Ende. Ich meine, dann kannst du einfach bowlen, Baum fällt. Es ist aber trotzdem ein unglaublich witziges Match, muss man sagen. Auch wenn wir jetzt, wir sind halt jetzt die Action von 2v2 gewohnt. Und jetzt haben wir hier ein, ja, 1 gegen 1. So ganz Single-Match, so wie das jetzt hier heißt. Ein bisschen schade irgendwo, weil wir hatten so schöne Turnierrunden bislang. So schön. Moment, aber, es ist ein Match, wo kein Cloud drin vorkommt. Stimmt, wir haben das eher. Oh Gott, das ist. Oh Gott, wir können das, tatsächlich sagen. Das zerstört mein Hirn gerade. Ja, ich muss mal keinen trinken. Gott, oh Gott. Das ist absolut unglaublich, dass wir ein Match haben, wo kein Cloud drin vorkommt. Wahnsinn. Wo nimmt der Kleine die ganzen Blumentöpfe her? Wie viel Samen hat er? Ja, oh nee, das hast du nicht wirklich so gesagt. Das ist, nee. Was, wieso? Was habe ich gesagt? Oh nein. Wie viel Samen hat er nur? Ja, wie viel Samen hat der nur? Niemand weiß es. Oh Gott. Oh je. Diese Runde, die ist... Man merkt, wir sind überarbeitet. Definitiv. Wir haben ja echt nichts mehr zu melden. Überstunden. Und das auch noch an einem heiligen Sonntag. Ja, an einem heiligen Sonntagabend. Richtig. Weißt du, du gehst gestern arbeiten und ich gehe morgen wieder arbeiten. Oh, das shit. Ist, ja, das ist ekelhaft. Und der Kleine hat Blumentöpfe bis zum Abwinken. Ja. Stell dir den Sachschaden vor. Oh Gott, stimmt. Baum fällt. Hui! Wenn das funktioniert hätte. Oh. Es ist aber auch. Es ist süß. Irgendwie ja. Aber, auf einmal, aber ausgeglichen dennoch. Sehr ausgeglichen, stimmt, ja. Gut, also, okay, ja, 83-0, okay, aber. Ja, in dem Punkt jetzt nicht. Aber so an sich waren das beide ganz gut. Ja. Das war ein schöner Treffer. Da kann dir auch der Konter nicht viel helfen.
Nicht, wenn der kleine Junge auf seinem Toy-Toy sitzt. Er ignoriert auch einfach alles. Der Move hat Armor, das merkt man. Das ist witzig, ich liebe Moves, die Armor haben. Einfach weil du ignorierst halt einfach, dass dein Gegner dich angreift. Richtig. Deswegen habe ich auch Ganondorf gespielt hier. Sein B-Angriff hier, der Hexerschlag heißt der, glaube ich. Mhm. Ich finde es super witzig, wenn du Gegner angreifst und es einfach, wenn die dich angreifen und es nichts bringt. Stimmt, ja, das ist sehr mächtig. Hat ihn gerade einfach mit einer Schleuder abgeschossen. Er hat ihn einfach eiskalt mit einer Schleuder abgeschossen. Yay! Der Bewohner! Muss jetzt gewonnen. Weniger Miete zahlen. Und aber Ixare und Droggel sind raus. Ja. Das ist schade. Dumm gelaufen. Oh, Mann. Das Video ist schon vorbei, verdammt. Oh Mann. Thank you.
Thank you.